Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte irgendwo in Thüringen, Version 3.1.01. Ja, die Kühe bekommen nun Stroh. Ich hatte vorhin einen kleinen Absturz. Warum weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich so irgendwas gewesen. Keine Ahnung was. Ich konnte nicht mal aufsteigen, ich konnte kein Menü aufrufen, nichts. Also Neustart. Ja. Das haut auch nicht hin, das ist schlecht. Ja, da muss ich einstecken. Wird sich auch nichts. Ist wieder dran. Alles zu sehr flackert mit so sehr, man so jetzt besser ist. Ja, es geht einigermaßen. Ja, haben wir außen. Ja, ist halt so. Ja, ja, Strom gehen. Ich hatte schon vorhin gesagt, keine Dame, Kühe kriegen euch Stroh, dass sie wieder Mist geben können. Denn der Strom war ja alle. Und dann würde ich sehen, wo unser Mistfahrerzelt steht. Und da muss die Ernte auf Feld Nummer 38 vorbereitet werden. Da braucht man zwei Anhänger. Traktor hatte ich schon mal hier einen, ne? Den kann man für nehmen. Die Anhänger, die muss ich auch noch kaufen. Denn vier sind bereits auf Feld Nummer 10. Also für Feld Nummer 10 und da soll die Ernte mit zwei Fahrzeugen durchgeführt werden und auf Feld 38 oder 37 ist glaube ich, da sollen zwei Fahrzeuge abfahren. Da sind ein Drescher unterwegs. Ja, hier rechts, das sind die Ballen von der Kleefeld und Luzernefeld. Das sind gepresste Ballen, halt feucht und jetzt sollen eher Silage werden. Und die geht dann nachher rein in die BGH, ne? Ja, der Regen hat gerade aufgehört, mehr oder weniger. Das wird bestimmt zwei Tage brauchen, um da trocken zu bekommen. Hoffe ich jedenfalls. Tatsächlich die Vorhersage. Und zumindest ist trocken, bis auf Sonntag. Sonntag ist wieder Regen. Heute ist heute, also Donnerstag, abends, Freitag, Samstag, wird es noch nicht reif sein. Das wird eine Weile dauern. Aber wir müssen mal sehen, dass wir jetzt nachher unser Gras doch gemäht bekommen. Ja, und ich habe alle Fahrzeuge mehr oder weniger schon zur Ernte bereit. Ne? Ja, das ist ungünstig. Obwohl das Gras vorher noch wachsen lassen auf Stufe 3. Zumindest orange, ne? Also gelb oder ist ja aktuell gelb. Sollte mindestens Stufe 2 sein. Nur Stroh voll. Gut, das macht nichts. Stellen wir den Anhänger, beziehungsweise wir haben mal unser Dings auffüllen, unser Mischfutter. Für die automatische. Den Rest können wir halt wieder einkippen. Dann wüsste nicht, wofür wir brauchen können. Aber ich kann auch einen Stall stehen lassen, alles voll. Bei Bedarf, morgen früh oder übermorgen, kann man dann wieder nutzen als im Moment schon wieder Regen. War der Vorsag war trocken gewesen. Aber das kommt garantiert durch den Geomod wechseln, keine böse Überraschung gibt. Ich hatte ja mal original die Bayern-Karte gehabt. Und also den Geomod von Bayern. Was mir an sich schien, was nur die Berge betrifft. Klar, in den Bergen fällt mehr Regen. Und da
habe ich in Sachsen Geomod genommen, weil es ja geografisch in der Nähe ist. Ging ich von aus, dass es wahrscheinlich besser wäre, aber kann er täuschen, ne? So, das sind normale Gras-Silageballen. Die kommen normalerweise auch hier rein in die Fütterung. Heuball habe ich mal gekauft, da muss ich mal sehen, wenn Heu, Regen kommt, dann haben wir kein Heu machen, ne? Hat ja keinen Zweck. Und doch Stroh an. Ja, auch nicht viel. Gut, okay, dann haben wir stehen und wir fahren mal zum Händler und holen uns mal die Anhänger. Erstmal ein und dann noch einen zweiten. Traktoren sind ja noch Hof 1. Da muss ich mir jetzt den Ballen festen, keine Sorgen machen. So, das gehen wir in Ansicht. Ja, für lange Strecken ist doch immer besser. Gut, keine ausgelassenen Frames. Was passiert mit dann, wenn die Einschläge zu hoch sind? Da oben passt auch. In der Kontrolle. Also die Flügel sind weggerutscht. Was nicht schlecht ist. Ja, bei mir ist heute Freitag und der ist gerade, kommt mir gerade richtig. Den muss ich wieder aktivieren. So, bei Alt 0 und dann einfach mal die Maus. Nach Möglichkeit mit der Maus hier aus dem Bildschirm gehen. Und dann geht mir der Desktop-Bildschirm an und dann ruckelt das ganz kurz. Ne? Das ist dann nicht praktisch. Das Spiel ist mal nicht unterbrochen. Man sieht auch kein Desktop von mir, aber ich bin dunkel. Oh weh. Muss mal Licht machen. Na, ein bisschen heller ist geworden. Die Kamera kommt jetzt nicht klar mit dem Außenlicht. Gut, okay. Ist noch ungünstig. Kurze. Das flackert ganz kurz. Entschuldigen. Oh, jetzt bin ich ganz schwarz. Nicht schlecht. So, besser. Ja. Ich habe ja hier so eine LED-Leuchten. Moderne Zeichen. Da kann man das farblich einstellen, von hell bis dunkel oder. Ja, farblich. Das ist trotzdem nicht ideal. Aber gut, okay. So muss man gehen. Gut, auch zum Händler. Ja, es ist gerade gesehen, dass ich dunkel kaum zu sehen bin. Ich glaube, Kameraautomatik ist aus. Kann sein. Und dann. Ich wollte es aber nicht im Spiel noch ranstellen. Ich keine Garantie, dass es auch besser wird. Zeit. Ja, den machen wir nach. Gut. Händler und eine Fahrzeuganhänger kaufen. Zwei große. Ja. Gefällt mir nicht. Muss ich zur nächsten Folge mal kurz deaktivieren. Das Spiel neu starten. Ja, bitte entschuldigen dafür, dass es jetzt technisch nicht perfekt läuft. Ist halt so. Ist halt das reelle Leben, ne? So ist es halt, ne? Ja. Meldet er wieder recht. Das ist nicht gut. Ja, ich habe noch zwei so eine kleinen Wiesen, so wie rechts so eine kleine. Da könnte ich dann ganz gut Gras mähen und Ballen fressen. Wäre möglich. Die Ballen sind nicht meine, das sind platzierte Objekte von der Karte. Passt sich aber der Jahreszeit an. Das wird wahrscheinlich zum Herbst weg sein.
Ich vermute mal, ich weiß es nicht genau, weil die Karte ist jetzt überarbeitet und auch mit Produktion, ne? Also wer möchte, kann alles herstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Mischfutter verkaufen kannst. Weil so ein Werk gibt es beim Händler. Ansonsten Sägewerk gibt es noch und ein Schlachthof. Kiesgrube, Zementwerk, also sowas. Aber ich würde das eher mehr im Winter in Beschlag nehmen. Jetzt haben wir ja andere Aufgaben vor uns. Die Felder im Prinzip optimal herrichten zum Düngen und später dann eher die Ernte, ne? Ist ja ganz wichtig. Das Getreide geht, wie gesagt, also Weizen und Gerste geht zum Marsch im globalen Markt. Ich verkaufe es hier und dann wird es dann dort eingekauft. So, kurz aufgehen. Menü. Große Anhänger. Schau dir mal durch. Kurz gucken. Der ist ein bisschen zu eng. Das ist. Da haben wir recht schmale Straßen teilweise. Ich tendiere eher so Krampe. 46.000. Ja. Oder hier sowas hier. 52.000 ist auch was, ne? Wir haben jetzt praktisch schon viele. Aber Rot, das passt am besten, ne? Oder Black, Schwarz. Aber mit dem Rot, das ist am schönsten. So, rüsten wir auf. 52.000. Der Reifenhersteller, Variante können wir ändern. Ja, breite Reifen sind immer gut. Design und das kann Probleme bringen, bei wenn es irgendwo mal ja, aufliegt, ne, ist schlecht. Also Standard. Wenn man nur Straße fahren würde, wäre es gut, aber das gefällt mir gar nicht, bin zu hell dunkel. Seit 12. Das ist, obwohl Licht an ist, ne? Das, wir kaufen noch einen. Gleich nochmal. Brauchen wir zwei. Denn die Fahrzeuge brauchen ja eine Weile. Haben wir Gewicht dran, ja. Denn die Fahrzeuge brauchen ja eine Weile, bis sie den Hof erreicht haben. Oder den globalen Markt halt. Das ist ja hier auch eine gute Strecke zu fahren. Und sag mal so, da sind schon zwei Fahrzeuge nicht schlecht. Je nachdem, wie lange die Fahrzeuge brauchen, also beim Fahren, kann es sein, dass es sogar zu wenig ist. Ne? Aber mit zwei, denke ich mal, kommen wir noch zurecht. So. Fahrmauer so fällt 37. Bevor wir uns mein Gesicht ein bisschen heller machen nachher. Zur nächsten Folge. Ah, die Innensicht. Ja, sonst reicht halt normalerweise aus. Innern, also Monitore. Und oben die Beleuchtung, aber wie gesagt, das ist ja dermaßen stark Licht von hinten, jetzt von der Sonne, das rein scheint. Auf geht's. Der kann also mit abrutschen, achso, mit dem Förderband. Und die anderen kippen halt. Kippen kann sein, dass es hier und da Probleme gibt, mit dem Stahl zum Beispiel. Gut, wenn der zu groß wäre, kann man immer noch paar Liter weniger nehmen. Ne? Ja, am nächsten Traktor muss ich aus dem Hof 1 Halle nehmen. Ne? Da ist einer frei. 2-3 frei. Ja, bei mir ist halt Freitag, ich habe jetzt frei. Haben wir das, ne? Also, ja, haben wir das. Ich hatte Frühschicht. Das ist mir das Blöde mit frühen Aufstehen und meine Probleme. Ich bin gestern eigentlich sehr, sehr früh ins Bett gegangen. Hoffe, dass ich heute da keine Schwäche zeige. Irgendwann. Aber dann durchhalte. Hat auch die Woche mächtig zu kämpfen gehabt mit Müdigkeit.
Keine Ahnung warum. Ob es der Jahreszeit entsprechend ist, also was ich Vitaminmangel oder so, keine Ahnung. So wenig Sonnenlicht, heute scheint mal die Sonne, traurigerweise. Für die Aufnahme ist eigentlich negativ. Weil das im Gegenlicht erzeugt, ne? Die T8 sind nicht die schnellsten. Ah, es gibt der Regen. Aber die fahren konstant, haben gute PS-Leistung, also von daher sind sie dafür auch gut geeignet. Die Feldarbeiten vor allen Dingen brauchst du ja Fahrzeuge, die auch da entsprechend die Kraft haben. Ne? Da nützt die hohe Geschwindigkeit vom Fahrzeug nichts, wenn das Rest nicht passt. Ne? Also die Kraft muss da sein. Ich weiß nicht genau, wie Getriebe heute sind. Also früher gab es die Getriebe ja, die praktisch mit mehreren Gruppen. Heute, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Neuen Fahrzeuge haben sicherlich, keine Ahnung, modernes Getriebe, sagt man so, ne? Aber das weiß ich nicht. So, hier im Hof sind wir. BGA besuchen. Gülle abholen. Ah, Regen. Ja, hier Schweine wollte ich noch machen, ne? Aber wie gesagt, hier ist das normale Lager und dann hier. Ne, hier im Lager habe ich die Traktoren. So. Dann nehmen wir den Glas. Hat schön Sound, ne? Der Sound gefällt mir. Mal beim Starten, ne? So, Zwillingsbereifung, wir haben umgerüstet auf 3 Reifen. Die sollen ja mehr auf der Straße fahren als auf dem Feld. Wenn das nämlich regennass ist, dann ist es sowieso. Wie gesagt, im Breitreifen kam ich gerade so rein. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber wir rüsten wir kurz um. Auf Breitreifen haben wir allgemein weniger Probleme, ne? Bevor ich einträglich kurz nach der Aufnahme pausieren werde und also ausschalten werde, ausstecken und dann das Spiel noch neu starten werde und dann mal gucken mit dem Licht, dass entweder draußen die Jalousie zu machen, dann passt das garantiert. Kein Gegenlicht, das ist dann etwas besser. Ich muss mein anderes Licht mal ein bisschen experimentieren, weil da habe ich keinen festen Platz zur Leitzeit für. Gas wegnehmen, steht er sofort, ne? Wir verwenden nämlich ein Lenkrad und Gaspedal. Es findet sich, wer das einmal gemacht hat, mit Lenkrad zu spielen, der wird das nie wieder vermissen wollen. So, das wäre Standard. Wir brauchen Breitreifen, Radgewichte brauchen wir keine. Radgewicht ist eigentlich nur dann notwendig, wenn man vorne was anbauen würde, ne? Wenn das hier überhaupt gehen würde. Ne? GPS machen wir nicht. Brauchen wir Straße nicht. So, gut. Breitreifen, Motorführung, 445 PS. Kann auch einen schweren Anhänger ziehen. So, dann gehen wir ganz kurz. Wir haben, glaube ich, kein Gewicht dran. Ne? Doch, haben wir. Okay. Dann brauchen wir keins. Glas 900. So, C. Der Matte sieht nicht so schwer in der Kurve, ne? Also wo es eng ist, so wie hier, ist ja relativ eng. Und mit Breitreifen Anhänger fahren ist schon ein bisschen schwierig dann, ne? So, wir fahren mal ganz kurz zum Händler und holen uns dann Anhänger. Kein Gewicht dran gewesen wäre, hätte ich mir eins gekauft. Ich habe mal neulich mal ein Live-Video mal gesehen. Da hat mal so ein Bauer erklärt, wieso und weshalb Gewichte. Und weil die Last auch teilweise hier auf dem Punkt ist. Also, zeig mal ganz kurz diesen Punkt, ist das Gewicht mit drauf. Und zwar einen gewissen Prozentsatz,
Das heißt, die Reifen hier hinten haben ein hohes Gewicht zu tragen und würde den vorne aushebeln, was dann beim Lenken schwieriger werden würde. Deswegen das Gewicht vorne. Im Realleben ist natürlich noch ein bisschen extremer wie jetzt hier im Spiel. Hier ist ja eine Frage der Berechnung, ne? Also wie man das entsprechend programmiert. Natürlich kann man das natürlich so machen, dass man ohne Gewicht fahren könnte. Wenn man es programmieren wollte, dann wäre das sicherlich machbar. Die anderen Anhänger haben ja mit Deichsel haben ja im Prinzip das Gewicht auf die Räder. Wieder anders. Aber die fahren sich halt besser, ne? Rückwärts fahren kommt besser mit klar. So mal innen drinne, ja, klappt. Ja, das ist, von daher ist es besser, man hat dann Gewichte. Theoretisch. Auch ist es hier beim Flügen und beim Kuppern ist es so, wenn hinten was zu ziehen ist, was wenn der Boden Widerstand gibt, dann geht natürlich die, hebt das Hinterrad die Vorderräder hoch. Ne? Die Hebelwirkung halt, durch die großen Räder. Ich weiß gar nicht, ob die im Realleben auch Allrad anhaben, aber hier durch den Mod haben sie alle hier Allrad, ne? Mehr oder weniger. Ist aktuell nicht aktiviert, aber man kann es theoretisch dann aktivieren. Es werden nicht alle Fahrzeuge Allrad haben, ne? Ist ja auch eine Kostenfrage. Macht das Sinn oder nicht? So, fahren wir zum Feldmodus 37, dann ist das auch da entsprechend vorbereitet. Dann können wir da bei Gelegenheit mal ackern, ne? Dann würde ich mal gleich nachher schlafen, vielmehr die Zeit überbrücken. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Missfahrer Blocking, das ist garantiert wieder Förderband. Ja, durch 9 Tage ist ein bisschen blöd. Mit 6 Tage wäre besser gewesen. Anfangs jedenfalls, wenn man wenig Felder hat. Ja, das ist typisch ein Tricking. Wenn man ja mit den Augen spielt, ne? Oder mit der Brille, dann geht's weg. Ja, Maisfelder, ja. Da wird noch eine schöne Aufgabe werden mit 4 Häcksler und 2 Felder, ne? Und 2 Silos voll machen. Na gut, dass da jemand schon sich die Mühe gemacht hat, mit Autodrive das alles einzufahren. Wenn ich das alles selber machen müsste, ja gut, dann wäre das so, ne? Ich würde es halt nur so viel machen, wie ich brauchen würde. Da sind wir. So. Da sind wir. Ja, und ja, mal gucken, was wir überhaupt ernten wollen, ne? Was überhaupt ist. Das ist Weizen. Gedüngt, Landfläche voll Ölsatt, das ist praktisch. Es wird noch sehr nass sein. Ja, mit fast 60% ist der Boden nass. Die Frucht ist 90% nass. Wachstum 50%, das dauert noch eine Weile. Also das nächste Mal aber schon schön dicht gewachsen, ne? Muss ich mal so sagen. Auch so. Spinnt aktuell auf der Computer. Der mag das nicht, wenn zu viel Frucht dargestellt wird. Dann könnte ich Eier braten drauf. So, die Show, das soll es auch schon gewesen sein. Ein bisschen länger haben wir gemacht. Ne, also, tschüss, ciao, ciao. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Nach dem Schlafen. Mit einem neuen Tag. Tschüss und Mod. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.